Hi Leute und willkommen zur ersten Folge Horizon. Und ich frage mich, wo wieder Spiel wohl ist. Ich habe das bisher noch nie gespielt. Ich weiß nicht, wie viele Leute schon gespielt. Ich habe mir nie ein Video dazu angeguckt und ich hoffe, es wird geil. Gott, ich bin so gespannt. Total geil. Obwohl ich noch nicht mal 4K habe. Was denn jetzt? Ist dir zu kalt? Wir können nicht hier bleiben. Wir beide müssen heute ein Ritual durchführen. Tut mir leid, aber ich weiß kaum. Hier, trag das. Es gehörte meiner Tochter. Gut. Heute werde ich deinen Namen nennen. Doch nennt die Göttin ihn ebenfalls. Für mich an, als ob ich gerade einen Film gucken Eigentlich würde deine Mutter das übernehmen, wenn du eine hättest. Das ganze Dorf wäre anwesend. Matriarchen vollziehen das Ritual. Aber wir sind Ausgestoßene. Doch trotzdem ehren wir die Stammesrituale. Ansonsten werden wir noch wie die ungläubigen Alten, die sich von der Göttin abgewandt haben. Doch ihr Unglaube war ihr Untergang. Für uns bleibt jetzt die Herrlichkeit der Schöpfung. Bestien in Luft, Wasser, Erde und Stahl. Die Jagd auf ein Tier ist eine Sache. Ganz anders als die auf Maschinen. Man braucht Demut und Respekt vor ihrer Macht. Ich bringe dir das bei. Eines Tages. Mutter Tirsa. Warum ist sie hier? Will sie das Ritual verbieten? Nein, 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 nicht hinknien. Es ist fast soweit. Und so ist es. Du darfst mich anreden. Kommt ihr die Namensgebung segnen? Haben wir sie euch nicht vor 6 Monaten anvertraut? Aber wir sind Ausgestoßene. Aus freien Stücken. Doch sie... Nun... Ich bin Erzmutter Rost. Ich segne, wen ich bestimme. Dann ehrt ihr uns. Ja, ja, jetzt geh schon. Sei für die Verkündung bereit. Los! Urmutter, dieses Kind muss einen Namen verliehen bekommen, auf das deine Liebe ihr Leben wärmt, wie die aufgehende Sonne die gesamte Erde. Sprich ihren Namen! Aloy! So ist ihr Name gesegnet. Aufhören, sofort! Was hast du getan? Die Namensgebung eines Kindes gesegnet.
Störrisches Weib, diese Plage nennst du ein Kind? Was hat sie über ihre Geburt gesagt, Aussätziger? Antworte! Ich tat nur, wie ihr mir befohlen habt. Sie aufzuziehen, ja. Von Liebe war nie die Rede. Genug. Und du, ihren Namen zu segnen, als wäre sie eine der Nora, eine des Stammes. Auch dir gegenüber. Ich bin hier. Und wo du auch hingehst, ich folge dir. Jetzt geht's los oder geht noch weiter die Geschichte los? Neues Spiel. Ich glaube, ich nehme einfach. Aloy! Aloy! Lauter Bären. Ein geschickter kleiner Sammler bist du, Bast. Nun geh, vielleicht findest du noch mehr, hm? Wirklich toll, gut gemacht. Kinder, kommt mit mir. Die Ausgestoßene ist zu meiden. Oh, komm schon. Ziemlich eng, aber ich passe durch. Oh, oh. Ich sehe Lichter. Oh Gott, jetzt geht tiefer. Ich kann mich nicht mehr bewegen. Das muss eine Ruine der Metallwelt sein. Einer der alten Orte. Thank you.
stimmt, ich kann ja. Ich würde wahrscheinlich muss ich. Wahrscheinlich muss ich doch hier hin. Das gibt ja keinen Sinn. Hier habe ich was Richtiges gefunden, aber ich weiß nicht, wie ich hier weiterkomme. Vielleicht muss ich da irgendwie drauf. Ich soll nicht an solche Orte gehen. Aber er ist nicht hier. Vorne ist irgendwas. Was ist das? Ein Toter. Jo. Da glänzt doch etwas. Ja. Das nennt man Leichenshadow. Und schon was davon gehört. Thank you.
Wie macht es das? Eine Metalltür. Verschlossen. Vielleicht komme ich ja mit dem Gerät hier raus. Wie geht die nur auf? Noch mehr Lichter. Farbwechsel. Ich hab jetzt ja, ich hab jetzt Tattoo. Oh, langsam check ich's hier. Und Schokolade sieht manchmal nicht abgrößern. Das liegt daran, weil ich kann nicht abschätzen, wie lange ich aufnehme, weil das macht irgendwann Stoff ist, sozusagen die Aufnahme. Und das tut ich. Und das kann ich halt nicht kontrollieren. Wechsel an der Tür. Geschafft! Und noch ein Gerät, wie das, was im großen Raum war. Schau, Daddy kann nicht bei dir und Mom sein, aber
Wir können trotzdem feiern, oder? Klar können wir. Alles Gute, Isaac. Papa liebt seinen großen kleinen Mann. Warum sind sie hier gestorben? Was ist passiert? Er ist da! Rost hat mich gefunden! Hier unten! Ich komme! Ich komme! Urmutter sei Dank. Komm, Kind, nimm meine Hand. Das ist kein Ort für dich. Komm hoch. Ja. Solche Orte sind verboten, Aloy. Bin reingefallen. Sie gehören zur Metallwelt. Was hast du da am Ohr? Nichts. War das da unten? Nein. Los, gib es mir. Nein. Aloy, solche Dinge sind gefährlich. Nein! Na, wenn du ganz allein von zu Hause wegläufst, wirst du lernen müssen, wie du in der Wildnis überlebst. Komm, Aloy, nach Hause. Und ab morgen wirst du lernen zu jagen. Ich sag jetzt schon mal tschüss. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, wie lange die nimmt. Nur 15 Minuten auf. Was bedeuten sie? Nimm deinen Bogen. Bogen? Und kein Murmeln ins Spielzeug. Wir gehen jetzt ins Tal. Komm mit. Wildnis kann gefährlich sein, Aloy. Du musst bei mir bleiben und tun, was ich sage. Ich weiß. Du bist immer noch zerschrammt vom Sturz gestern. Fangen wir damit an. Nimm diesen Medizinbeutel. Ich zeig dir, wie man ihn füllt. Siehst du die Pflanze hier drüben? Das ist ein Salbestrauch. Sammle seine Beeren in deinen Beutel. Gut. Jetzt isst die Beeren. Bäh. Sie schmecken vielleicht bitter, aber sie können dein Leben retten. In deinem Beutel sollten immer heilende Beeren, Blumen und Pflanzen sein. Wo sind wir? Dieses Tal ist nur ein Teil von Urmutters Becken. Becken? Der Nora-Stamm hält hier Wache und wehrt die gefährlichsten Maschinen ab. Normalerweise. Flussabwärts ist eine Maschinenherde. Und ich werde dir zeigen, wie man jagt. Sind sie gefährlich? Alle Maschinen sind gefährlich. Man muss ihre Kraft respektieren. Aber ich bin bei dir. Aloy, eine Maschine kommt. Runter und folge mir in das hohe Gras.
bleib jetzt unten. Babys! Nein, Aloy. Solche Maschinen nennt man Wächter. Du musst ihrem Blick ausweichen, wenn du in der Wildnis überleben willst. Ich zeig's dir. Hör gut zu und tu, was ich tue. Halt still. Lass sie vorbeigehen. Bleib geduckt und folge mir über den Pfad ins hohe Gras. Das war der letzte. Weiter geht's. Gut gemacht. Sie haben dich nicht bemerkt. Bleib bei mir. Die Herde müsste vor uns sein. Ignoriere ihn. Warum ist er da oben?